weiß, ich hab immer zu dir gehalten. Ich hab dich nie blöd angemacht. Was für Klamotten? Klamotten zum Arsch! Scheiße! Einfach nur Klamotten! Du weißt doch, wie das damals war! Ist okay? Was war denn damals? Wir haben zusammen gewohnt. Oswald und ich, er ist mein Onkel. Und? Nix, so ein sturmfreie Bude, das war praktisch. Hatte jemand Ärger, dann ist er zu uns. Und er wollte nicht, dass man diese Klamotten zu Hause findet. Was waren das für Sachen? Sie ist mal einfach gekommen und wollte dann, dass wir verschwinden. Das haben wir natürlich nicht immer gemacht, aber... Dann hat sie sich bei euch mit jemandem getroffen. Mit Nico? Das hätte ihm gefallen. Sie hat auch auf ganz andere Typen gestanden. Was denn für Typen? Ich habe nie einen gesehen. Und ihr habt das einfach so mitgemacht. Mann! Wolf, ich bin kein böser Junge wie du. Es hatte mir gefallen, dass sie mich gefragt hatte und dass die anderen gedacht haben, dass... Dass du sie gefickt hast? Nein, das wollte ich nicht sagen. Doch, das wolltest du. Nein, ich meinte das freundschaftlich. Ich glaube, er hat sie gefickt. Nein, so mache ich das nicht. Als Wolf im Knast war, habe ich das Zeug verkauft, was er bei uns deponiert hat. In Pillen, das Gras, das durfte auch keiner finden. Der neue Dorfdealer. Nur bis alles weg war. Ja. Ich hab Schuller nicht umgebracht. Carola auch nicht. Was mit der Kohle? Hat Ricky noch erzählt, dass sie damals abhauen wollten? Carola und sie? Carola war ganz scharf aufs Tanzen und Ricky, ich meine, den Alten haben sie ja kennengelernt. Abenteuer. Mit 17 will man einfach mehr erleben als in diesem Scheißkörper. Waren dafür die 4.000 in Carolas Tasche? Was für 4.000? Hat mir ihr Onkel erzählt. So ein Quatsch, der ist nicht ganz richtig hier oben.